Jüdische Gemeinden in Deutschland haben ganz besondere Bedeutung. Überall in der Welt, das sind einfach Gebetsräume. Und bei uns in Kiel, es ist alles in einem. Das ist ein Bildungszentrum, das ist ein Kulturzentrum, das ist ein Integrationszentrum. Und deswegen, wir haben ganz viel zu tun, ganz viele Projekte. Es ist auch interreligiöse und interkulturelle Arbeit. Alles läuft hier. Gottesdienste, Religionsunterrichte, Fremdsprachekurse, ganz verschiedene Sachen. Und ein Zentrum unserer Sozialarbeit ist unsere soziale Beratung. Wir sind anerkannte Migrationsberatungsstellen und wir stehen zur Verfügung allen Menschen, die ihre Heimat verlassen haben und hier in Deutschland sich beheimaten. Als Sozialberatungsstelle richten wir uns ein Migrationskonzept des Landes Schleswig-Holstein. Das bedeutet, die Migrationsberatung unseres Verbandes umfasst die Erwachsenenberatung, Jugendmigrationsdienst, Flüchtlingsberatung sowie Migrationsberatung. Sozialarbeit umfasst Beratung und Begleitung für Menschen in verschiedenen Alltagssituationen, Partizipation und Interessenvertretung, Vernetzung und Kooperation, Solidarität und Chancengleichheit, Toleranz und Antidiskriminierung, Sozialorientierung, Mitwirkung bei der Umsetzung kommunaler Integrationskonzepte, Unterstützung bei der interkulturellen Öffnung von Regeldiensten, Antidiskriminierungs-, Antirassismus-, Antisemitismusarbeit, Initiierung von integrationsspezifischen Projekten. So viel machen wir. Und wir haben auch spezifische Gruppe, spezielle Gruppe, die kein Verband macht und keine soziale Beratungsstelle macht. Das sind Holocaust-Überlebende. Das sind die Leute, die mal Holocaust überlebt haben und nach Deutschland gekommen sind als Kontingentflüchtlinge. Und wir unterstützen diese Leute. Wir organisieren nur für diese Leute und nur wir als jüdische Gemeinde verschiedene Aktivitäten, Gruppenaktivitäten. Mit diesen vielfältigen Angeboten, zum Beispiel, wenn die alten Leute aus dieser Generation sich zusammensammeln, um zu singen, um zu essen, um zu feiern, um zu malen, zum Zeichnen, zu Erinnerungen austauschen und zu ganz verschiedenen Anlässen. Wir besuchen diese Leute auch zu Hause und möchten mit unseren vielfältigen Angeboten diese Leute unterstützen und dieser Einsamkeit etwas entgegengeben. Das sind nur unsere Beratungsstelle sowas leistet. Diese großartige Arbeit leisten wir vom Mittel des Staatsvertrags. Und wir haben kein Recht und keinen Anspruch auf Mittel, die alle anderen Verbände bekommen und die andere Wohlfahrtsverbände bekommen für ihre soziale Arbeit und soziale Beratungsstellen. Das bedeutet, wir verwenden dieses Geld, dieses Mittel für diese ganz wichtigen Sachen, die alle Wohlfahrtsverbände leisten. Aber wir, wenn wir nur Mittel des Staatsvertrags verwenden dafür, das bedeutet für genaue Ziele und für jüdisches Leben, für Entwicklung des jüdischen Lebens in Schleswig-Holstein etwas weniger bleibt. Und kurz über ein Projekt, das wir mit Initiative Gemeinsam Kiel gestalten, zusammen umsetzen möchten. Finanzierung ist schon da. Das bedeutet, in Kürze wird hier so eine Gedenkstätte aufgebaut. Das Kunstwerk heißt Lidor Vador, von Generation zu Generation. Da werden alle Namen von jüdischen Kielerinnen und Kieler, Deportierten und Ermordeten abgebildet. Und ist es ein Zeichen der neuen Erinnerungskultur für die nächsten Generationen. Diese Erinnerung wird stets ein Teil des gesellschaftlichen jüdischen Lebens in Kiel bleiben und ein Zeichen gegen Antisemitismus. Mit diesem Gedenkort möchten wir nicht nur Bildungseinrichtungen ansprechen, nicht nur Schulen und Jugendvereine, aber alle Migrantenorganisationen, Stadt Kiel, Land, Landesregierung, alle Organisationen, die über jüdisches Leben etwas mehr erfahren möchten und die jüdische Geschichte, deutsche Geschichte und unsere gemeinsame Gegenwart bilden möchten, reflektieren möchten. Wir freuen uns, wenn unsere Stimme erhört wird und dann entsprechendes Mittel zur Verfügung gestellt wird. Ich bin Dr. Alexander Friedmann, ich bin erster Vorsitzender Jüdischer Gemeinde Kiel. Zurzeit beschäftige ich mich mit dieser großen Baustelle und möchte gern, dass wir innerhalb von ein paar Jahren dieses Haus in Ordnung kriegen. Das ist meine erste Aufgabe als Vorstandsmitglied. Ich möchte meine Kollegen aus Vorstand ein bisschen erweitern, was Sozialarbeit betrifft und ein bisschen in andere Richtung mich bewegen. Das heißt, bei uns findet statt sehr viel Treffen mit Kindern, mit Lehrkräften und so weiter. Wir machen sehr große Ausbildungsaktivitäten im Sinn, dass wir in jüdische Religion über jüdische Religion ein bisschen mehr erzählen,
was eigentlich, finde ich, sehr große Lücke im Erziehungssystem von Deutschland. Ich glaube, dass dieser Schritt hilft sehr viel, um Antisemitismus zu bewältigen. Ich finde, unsere Ausbildung, Vorträge und Ausbildung verschiedener Veranstaltungen sehr wichtig, die nicht nur für Schule sehr wichtig sind, auch für Studenten, die uns sehr oft besuchen. Und ich finde, dass wir müssen ein bisschen mehr Unterstützung bekommen von sozialen Einrichtungen aus Stadt und Land. Und dass diese Aufgabe sehr wichtig ist, auch in dieser sozialen Arbeit, die wir leisten.